Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Wir machen heute ein Video und zwar haben sich das einige aus der Community gewünscht mit der Frage, Katrin, was genau macht eigentlich ein gutes Angebot aus? Und deswegen habe ich heute für dich drei Elemente, die machen, dass der Kunde dein Angebot lieben wird. Okay, also wenn du Bock hast, bleib dran und wir starten direkt ins Thema. Und genau, ich habe mir einen Tee mitgebracht und ich habe eine neue Tasse, wa? Wie findet ihr die? Und genau, wir starten ins Thema und wir gucken uns an drei Elemente, die dein Angebot tatsächlich unwiderstehlich machen. Also, lass uns loslegen. Punkt 1 ist der Kundennutzen. Also, das bedeutet, dass du darfst lernen, dem Kunden zu erklären, was genau das Besondere an deinem Produkt ist oder an deinem Angebot ist. Und du darfst lernen zu kommunizieren, was ist der Nutzen. Also die Frage ist auf, was habe ich davon? Was genau werde ich haben am Ende? Und das ist in der Regel nämlich nicht das Produkt, sondern das Produkt ist das, wie wir es machen. Und es ist nicht das, was du bekommen wirst, sondern es ist die Art und Weise, wie wir uns den Themen widmen. Aber das ist eine andere Herangehensweise als der Fakt, was ist der Nutzen von deinem Produkt. Okay? Also bedeutet bei uns zum Beispiel, wenn du in den Insider-Club kommst, dann ist das Versprechen, wir ersetzen innerhalb eines Jahres dein altes Gehalt. Okay, fein. Das ist das Versprechen. Das ist erstmal, wenn du interested bist. Okay, fein. Dann komm weiter und guck dir das Produkt an. Das heißt, wir haben eine Membership. Wir machen super viele verschiedene Sachen. Wir gucken, dass du skalierbare Produkte bekommst. Wir gucken, dass du eine smarte Product Suite hast, dass du verkaufen lernst, dass du Marketing challenged für dich und so weiter. Und dass du das alles lernst, ohne deine Familie und deine Ideale zu verraten, wenn es darum geht, wie man eine gute oder was genau eine gute Mutter ist und wie viel Zeit man für die Kids hat und so weiter. Das sind alles Features und das sind auch alles Versprechungen, das ist total gut. Aber was genau ist denn der Nutzen? Der Nutzen vom Insider Club ist, du wirst so viel selbstbewusster sein in deinem ganzen Geschäftsführer-Habitus, dass das mit Geld nicht zu bezahlen ist. Und das ist das, was die Frauen meistens wollen, dass sie gar nicht, sie kommen, weil sie Business-Probleme haben, ja. Und dann haben wir relativ schnell identifiziert, dass sie die Business-Probleme haben, weil sie eben in diesem ganzen Ding als Geschäftsführer, als Selbstständiger, als Business-Owner einfach nicht angekommen sind. Und weil sie sich auch nicht als solches fühlen, sondern ganz oft, auch selbst wenn sie schon lange selbstständig sind, sich immer noch irgendwie als Anfänger fühlen und sich ganz viel auch selber als dieser bezeichnen. Und da entsteht eine Wissenslücke, beziehungsweise eine Lücke zwischen was ist und wie ich mich fühle. Und das, was der Nutzen in der Regel beschreibt, ist das, wie du dich dann fühlst oder wie du dich fühlen willst. Okay, und das ist ein super, super starker Unterschied. Natürlich ist es so, dass wir den Insider-Club nicht verkaufen, weil wir sagen, du bist dann selbstbewusster. Das ist nicht der Fall. Dass, wenn wir das vorne ranhängen würden, dann würde niemand verstehen, was wir eigentlich machen. Deswegen sind natürlich, der Insider-Club ist eine Art und Weise, Unternehmensberatung zu genießen. Okay, aber das ist nicht der Nutzen, das ist das, wie wir das machen und das ist das, was wir genau machen. Aber es ist eben nicht das, was du davon hast. Das, was du davon hast, ist Selbstbewusstsein in deinem eigenen Unternehmen, damit du in Zukunft schnell und sicher Entscheidungen treffen kannst, damit du sicher am Steuer stehst und durch schwierige Zeiten manövrieren kannst. Das ist ein Nutzen. Okay? Und das ist der Punkt, das einfach zu verstehen. Es gibt Angebote, die aus Features und Fakten bestehen, okay, also Preis, Dauer, tralala, das sind alles Sachen, das sind alles Main Facts. Und dazu kommen dann Features, also ne, gibt es eine begleitende WhatsApp-Gruppe, wie oft gibt es Calls, bla bla bla, das sind alles Features. Oder haben wir eine eigene App und was weiß ich, aber das ist nicht der Nutzen. Der Nutzen ist, du musst dem Kunden klar sagen können, was er davon hat, wenn er dabei ist. Okay? Ein Umweg dazu ist immer, oder so eine Umformulierung ist immer, wenn Menschen versuchen zu formulieren, bei uns lernst du das, du bekommst von uns das und das. Aber ganz oft ist es eben auch nicht der Nutzen. Das heißt, der Nutzen ist immer ein emotionaler Aspekt. Warum? Weil wir zu 95% unsere Kaufentscheidungen emotional treffen. Weil wir alle die Dinge, die wir tun, deswegen tun, weil wir eine gewisse Art und Vorstellung haben davon, wie wir uns fühlen wollen. Weil wir eine Vorstellung davon haben, wie wir uns jetzt fühlen und dass wir uns so nicht mehr fühlen wollen oder uns öfter so fühlen wollen, wie wir jetzt fühlen und so weiter. Also geht da ruhig mutig auch in diese emotionale Gestaltung der Dinge, die ihr anbietet. Das ist super wichtig. Das heißt nicht, dass ihr nicht die Fakten benennen sollt, um Gottes Willen. Die müssen natürlich auch da sein. Aber bitte, bitte, bitte nicht die emotionale Komponente vergessen. Punkt 2 ist, was auf jeden Fall so ein Punkt ist, was im Moment natürlich jetzt, wo wir herausfordernde Zeiten haben und alle ein bisschen sehr gefordert sind, auch auf ihrer unternehmerischen Art und Weise, ist nachhaltiges Implementieren. Also das heißt, niemand kauft in der Regel Quick Fixes. Es sei denn, es ist irgendein Ausbildungsthema, also wie diese, keine Ahnung, zeig mir die ersten 15 Schritte in Active Campaign. Okay, das hat jetzt auch eine Emotionslage von null, aber dann mag das noch funktionieren. Aber alles, was darüber hinausgeht, also alles, was mit verändernden Lebensverhaltensweisen zu tun hat oder mit der Veränderung in bestimmten Lebensbereichen und so weiter, das funktioniert nicht mehr auf dieser faktischen Ebene. Das bedeutet,
es funktioniert vor allem nicht mehr, wenn du sagst, ich zeig dir, wie es geht und dann kannst du das. Die Leute wissen mittlerweile, dass sie das dann nicht können. Das heißt, sie legen viel Wert darauf, dass nachhaltige Implementieren von Verhaltensveränderungen durchaus Berücksichtigung gefunden hat in deinem Online-Kurs oder in deinem Angebot. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir im Insider Club ein Jahr zusammenarbeiten, weil ich sage, das ist alles darunter, macht keinen Sinn, wenn das das Ziel ist. Dann können wir nochmal darüber reden, ob du das Ziel wirklich hast, was übrigens auch ein netter Test ist. Aber wenn du das Ziel nicht hast, dann ist das Angebot ja nicht passend für dich. Aber um an diesem Ziel anzukommen, brauchen wir nachhaltige Implementierung und wir brauchen überhaupt Implementierung. Es gibt ja super viele Angebote da draußen, die lassen Implementierung komplett außen vor. Das zum einen, also das auch wirklich einzusetzen. Also entweder Wochen, wo ihr sagt, da machen wir Support, da setzen wir alle gemeinsam um oder was auch immer. Und eben darüber hinaus eben auch darauf nachzusetzen, dass es nachhaltige Implementierung ist. Das heißt, dass Probleme wirklich gelöst werden, dass du wirklich sagst, ich gehe dafür, dass dieses und jenes in deinem Leben tatsächlich Einzug hält. Ich erkläre dir nicht nur, wie das geht, sondern ich zeige dir und wir machen es gemeinsam, dass du es danach eben auch umgesetzt hast. Das ist ein anderes Doing, okay? Und der dritte Punkt ist tatsächlich, und das ist meine Erfahrung auch aus jetzt fast 4 Jahren Online-Business, ist wirklich die Energie darauf zu verwenden, dass du ein Support-Level hast, was wirklich sich sehen lassen kann. Es ist, das Geschäft mit Selbstlernkursen ist hart ausgedient. Okay, Selbstlernkurse oder überhaupt Onlinekurse haben tatsächlich ihre Grenze. Und wenn es darum geht, Leute wirklich zu begleiten, dann ist das in der Regel mit einem hohen Maßstab an Individualität und Support machbar. Aber wir sind Menschen, das heißt, wir brauchen den Support, wir brauchen auch das Feedback, wir brauchen die Einordnung, wir brauchen Benchmarks, wir brauchen all diese Dinge, okay? Nicht, weil wir sonst zu blöd sind, sondern einfach, weil es uns Sicherheit gibt im Prozess. Und das ist halt super wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn ihr Leute wirklich durch Prozesse begleiten wollt, dann müsst ihr verstehen, dass Prozesse vor allem möglich sind, Veränderungsprozesse bedarfen einer gewissen Sicherheitskultur. Die Menschenveränderung macht alle Menschen erstmal per se irgendwie unsicher. Und durch ein hohes Maß an Support-Level könnt ihr diese Unsicherheit, die im Moment ja super präsent ist, eher ein bisschen abmildern und sagen, du, und selbst wenn es Unsicherheiten oder Herausforderungen gibt, ich bin für dich da. Das ist was, was dir extrem helfen wird, jetzt gerade in diesen Zeiten, trotzdem deine Kunden zu gewinnen und auch trotzdem deine Umsätze zu machen. Okay, das ist super wichtig. Deswegen, da ich ein großer Freund bin von Implementieren und Nachhaltigkeit und Befähigung auch, ja, lade ich dich natürlich herzlich ein. Wir haben am 3. Januar einen Jahresplanungsworkshop, der kostet normalerweise 149 Euro. Im nächsten Jahr verschenke ich das, weil ich möchte, dass einfach jeder super klar in 24 startet, weil ich weiß, wir müssen alle Ressourcen zusammenhalten. Ich packe dir den Link unten rein. Du bist herzlich eingeladen, wenn du Bock darauf hast, das zu machen. Dann können wir gerne in diesem Zuge auch nochmal gucken, okay, wie sieht es aus auf Produktebene und so weiter. Also was sind so die Rahmenthemen, damit das überhaupt möglich wird? Das machen wir alles in diesem Workshop. Also tu dir selber den Gefallen, 3. Januar, ich weiß, alle haben noch Ferien und Urlaub. Guck, dass du die Kinder mal zu Oma und Opa gibst oder wie auch immer und dir die 2 Stunden Zeit nimmst und wirklich dein Jahr mit uns sauber durchplanst, so dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich meine Roadmap. Jetzt weiß ich, okay, 2024 wird das und das und das stattfinden. Das ist super, super wichtig und ja, wird dir helfen, auch tatsächlich unter diesen Aspekten, die ich gerade genannt habe, nochmal zu checken, okay, sind meine Angebote eigentlich gut genug? Müssen wir auf Produktebene vielleicht nochmal nachsteuern? Haben meine Produkte vielleicht auch ausgedient? Auch das ist ja was, was viele jetzt gerade erleben, dass die Menschen einfach, ja, so gut ausgebildet sind, dass sie einfach wissen, was ein gutes und ein schlechtes Produkt ist. Und das sind alles Punkte, die würde ich wirklich gerne mit dir einmal besprechen. Und das machen wir super, super gerne in einer Gruppe. Also keine Sorge, in einer Gruppe, und zwar am 3. Januar. Ich packe dir den Link unten rein, da kannst du dich einfach anmelden. Ansonsten freue ich mich, wenn du jetzt was mitnehmen konntest. Lass mir gerne einen Daumen da und zeig mir auch gerne, was du für Produkte hast oder wo du denkst, wo du unsicher bist oder wie deine Erfahrung damit ist. Okay, ich kann das nur so weitergeben und tatsächlich auch rein gewissen zu empfehlen. Das ist das, was meine Kunden auch spiegeln, wo wir die Ergebnisse entsprechend sehen, wenn wir an diesen Aspekten wirklich drehen und auch kommunikativ drehen. Also das heißt, selbst wenn du das drinne hast und du sagst, ich rede aber nicht so gerne drüber und irgendwie habe ich das Gefühl, das interessiert die Kunden nicht. Doch, doch, du darfst anfangen, darüber richtig, richtig viel zu reden. Weil Support-Level ist das Ding, okay? Support-Level ist das Ding, wo du sagst, da kannst du den Unterschied am Markt machen. Weil dass wir gerade online die schnelle Markt, das sehen wir überall. Da sind die Leute gebrandmarkt. Viele haben Geld verloren. Viele haben auch aufs falsche Pferd gesetzt. Und was weiß ich nicht allem. Traut euch und macht diesen Unterschied. Ihr seid kompetent auf diesem Thema. Also bitte macht auch diesen Unterschied. Keine Angst vorm Kunden. Der Kunde ist euer Freund. Es ist, ohne den Kunden würde es euer Unternehmen gar nicht geben. Also traut euch wirklich in engen und intensiven Austausch mit Kunden zu gehen. Wir haben mittlerweile über 100 Kunden in der Betreuung. Und ich kann dir sagen, das ist das Schönste, was es gibt. Ich habe mein ganzes Büro zugepflastert mit Kundenstimmen, weil das ist einfach das Coolste, was es gibt, zu sehen. Das, was wir hier machen, hat wirklich Sinn, Wert und Verstand. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und natürlich ist es auch schön, das auf dem Konto zu sehen, ohne Frage. Aber es ist auch schön, einfach in der Sinnigkeit zu sehen, dass es total schön ist und dass wir Leuten
helfen können, ihre Probleme zu fixen, ihre Unternehmen an den Start zu bringen, Umsätze zu generieren, neue Kunden zu gewinnen, neue Vertriebsstrategien zu etablieren und eben auch neue Produkte zu launchen. Das ist super, super cool, macht super viel Spaß und von der Warte her, ich lade dich herzlich ein zum Jahresplanungsworkshop. Ist eine gute Gelegenheit, mit uns mal zusammenzuarbeiten, einfach so zum Testen. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir einen zauberhaften Tag, lass dir gut gehen und bis dann. Bye, bye!